Aufregung um die Löwen. Bei der öffentlichen Delegiertenversammlung in Planegg am Donnerstagabend wurde die Presse nach ca. 90 Minuten aus dem Saal geschmissen. Ein Delegierter stellte bei der Veranstaltung den Antrag, dass die Presse ab der Wahl des Präsidenten nicht mehr anwesend sein darf. Die 210 Delegierten stimmten ab. Das Ergebnis mehr als eindeutig. Die Presse muss raus. Um kurz nach 20 Uhr hieß es also, Sachen packen und den Saal verlassen. Mit lautstarker Unterstützung der Delegierten. Ein ungewöhnlicher Ausschluss. Auch Ex-Präsident Dieter Schneider wollte sich zu diesem Vorfall nicht äußern. Die negativen Schlagzeilen der vergangenen Wochen reißen einfach nicht ab.